Wunsch? Also ich darf mir da immer überlegen, wo ich hin möchte. Und lade noch Freunde ein. Bei mir kommt immer fast die, also bei mir kommen immer die ganze Familie. Und da isst man Kuchen. Dieses Jahr war ich im Filderado. Und man feiert auch ein bisschen. Viele Kinder. Oma und Opa und meine Freunde kommen. Man kriegt Geschenke. Genau. Also es ist sozusagen wie ein Pfarrer und auch ein wichtiger Mensch. Er regiert auch. Er wohnt im Tempel. Immer schöne Kleider an. Und spricht auch Gebete. Beten. Essen. Beten. Essen. Ich glaube, es gibt mehrere. Ich auch. Ich glaube, bis zu 2000 oder so. Ich so 20. Ein Haus, wo ganz viele Kinder sind nach der Schule. Da kann man viel spielen und essen. Da geht man nach der Schule hin, wenn man nicht sofort abgeholt wird. Und manchmal gucken wir einen Film. Und davor melden wir uns noch an, wenn wir abgeholt werden. Spielen. Hausaufgaben, spielen. Und freitags machen wir nur spielen. Spielzeugtag. Und wenn es normal ist, dann gongt's. Dann gehen wir meistens raus und machen Hausi. Und die hat meistens was an, was man auch anschauen kann. Manche sehen gruselig aus und manche sehen lustig aus. Die lebt nicht. Manchmal sehen sie aus wie Menschen. Bloß halt in weiß. Und manche haben auch gar keinen Kopf. Manchmal hat sie keine Beine. Dass sie nicht leben, dass sie sich nicht bewegen können. Und halt auch nicht atmen. Sie blinzelt nicht. Sie hat manchmal schöne Sachen an.